Gefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Hallo, hier ist Christian und das ist das zweite Let's Play zu Watch Dogs. Wir sind hier noch voll drin. Ja, und jetzt muss ich erstmal zu meinem Versteck. Hier wird das GPS-Menü erklärt. M für die Map. Und das Ziel kann ich auswählen mit der linken Maustaste. Und wenn ich dort schon mal gewesen bin, kann ich auch eine Schnellreise machen. Gut. Dann gehen wir mal auf die Map. Hier ist unser Versteck. Und dann fahren wir da mal hin. Und da sind wir auch schon da. Hey. Hey. Seine Schwester und ihr Sohn. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Tja, wen suchen wir? Wen suchen wir? Okay, Versteck erreicht. Willkommen, ein Anruf. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Skillpunkte erhalten. Wenn wir unseren Fähigkeitenbaum aufrufen. Ja. Toren und Garage öffnen. Sehr praktisch. Das können wir immer gut gebrauchen. Zusatzakku. Brauchen wir, um Ampeln freizuschalten. Oder bei unseren Feinden können wir die Kommunikation stören oder die Handys zum Explodieren bringen und das verbraucht alles Akku. Akkuleistung. Okay, wir haben nicht nur Hacken, wir haben auch für den Kampf was zur Herstellung von Bomben oder USVs und so weiter. Jamcom. Sehr nützlich, einige Sachen. Aber jetzt noch nicht wirklich wichtig, würde ich sagen. Das ist auch immer ganz gut. Okay, 3 Skillpunkte habe ich jetzt noch. Hochbahn steuern. Bringt einem bei der Flucht nicht unbedingt was, wenn die Cops einen sehen dabei. Habe ich die Erfahrung gemacht. Die fahren dann hinterher und vielleicht habe ich mich auch einfach nur nicht gut angestellt. Was haben wir denn hier? Fokus.
Oder der Arm verringert den Rückstoß. Das ist doch schon mal gut. Und den Fokus holen wir uns. Auch sehr nützlich. Splittergranaten. Das ist auch gut. Okay. Jetzt habe ich meine ganzen Skillpunkte verarbeitet. Hier ist der komplette Fähigkeitenbaum nochmal im Überblick. Okay. Akt 1. Mission beendet. 100 Erfahrungspunkte. Wenn Sie sich ausruhen, ändert sich die Tageszeit. Ihr Fokus wird aufgefüllt und Ihr Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt, wenn laufende Mission nicht verfügbar. Alles klar. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen. Sammeln wir noch schnell alles ein. Maurice Vega. Ja, Garderobe, wir können uns auch noch Sachen kaufen. Eigentlich nur einen Mantel und eine andere Mütze in einer anderen Farbe. Ja, was machen wir denn? Schlafen wir mal bis um 9. Egal. Und die Erinnerungen kommen immer wieder hoch. Die Erinnerungen des tragischen Unfalls. Sechs Jahre ist die Kleine alt geworden. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Schön in Klamotten geschlafen. Waffe freigeschaltet. Okay. Tolle Mission. Hotelzimmer verlassen. Okay. Und weiter geht's. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Ja, wir werden relativ schnell fündig werden, denke ich mal. Ich hole meine Sachen. Ich hole meine Sachen. Ich hoffe, ihr habt.
prügeln? Nein, das will ich nicht. Nein. Klar, und ja, du reden kannst. Klar willst du mich schlagen. Denn das ist das Einzige, was du immer wolltest. Na los, du. Wir haben eine Hand. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Okay. Da ist schon unser erstes Verbrechen, was wir verhindern müssen. Wir haben sie da gelassen, ganz allein. Hab sich in die Hose gemacht. Wir wissen ein Telefon. Ich hasse mich dafür. Ja, Zielführung per GPS oder hier mit diesen blauen Pfeilen auf dem Boden. Nicht immer optimal, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Ich kann ja auch querfeld eingehen. Mal sehen, was der Profiler sagt. Ja, okay. Wenn das CTOS ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Nutzen Y, um potenzielle Verbrecher oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Ja, ist in der Regel eigentlich auch nicht schwer. Okay, wir können jetzt hier eigentlich stehen bleiben und warten. Der Täter wird gleich erscheinen. Was ist das passiert? Naja, wir haben losgelegt. Es dauert nur einen kleinen Moment. Okay, das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Ja. Wer ist denn der Mini? Ich kann es spüren. Naja. Er hat's im Urin wahrscheinlich. Da ist hey, schon der Täter. Wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst nicht gewaltig. Ich bin nicht fertig. Ich hau muss ihn jetzt an. So, und ich jetzt los. Gleich. Tu mir einen Gefallen und hau er haut ab. Oh Gott, oh Gott. Ah, weg, 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 weg! Das ist natürlich äußerst ungünstig gewesen eben. Einen Finger immer auf Q lassen. Zwischendurch kommen immer Sachen, wodurch man ihn stoppen kann vielleicht. Sachen, die explodieren, wie das eben zum Beispiel, das war nicht so gut. Das falsche Ziel erwischt. Ja, eigentlich hätte ich ihn schon längst gehabt, aber dadurch, dass ich mich jetzt eben verdrückt habe, und in dem Laden einmal aufgehalten wurde, ist er natürlich relativ weit weggekommen. So, gleich habe ich ihn. Das war's. Okay. Jetzt tut er keinem etwas. Fürs Erste. Ja, Opfer unverletzt, Verbrecher gestoppt. Ohne ihn zu töten. Das bringt immer gut Punkte und guten Ruf. Das braucht man auch, wenn man mal durch die Stadt rast und einige Menschen aus Versehen überkarrt. Man wird nicht so schnell von der Polizei gefunden später. Ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gäbe auch da Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Johnny. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Scheck.
Öffnen Sie Ihr Smartphone. Wählen Sie App Auto auf Abruf. Schalten Sie Fahrzeug frei. Nehmen Sie Fahnen oder Zivilisten hacken. Kaufen Sie Fahrzeuge in der Auto auf Abruf App. Während laufender Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Ah ja, da stehen genug Autos hier rum, in die man bequem einsteigen kann. Hier zum Beispiel am Rand, überall. Wichtig ist, finde ich persönlich, so viele Handys wie möglich hacken. Das bringt ja, viele Infos für neue Missionen, Geld und somit hat man die Probleme. Okay, das war's jetzt zu meinem Teil 2. Ich mache jetzt eine kurze Pause und dann starten wir nachher mit der Kampagne weiter. Bis dahin, ciao.